letzte Klausur heute gehabt, wird zwar eine 5,0, aber Adleast kann ich jetzt jedes Novi-Video nachholen. Lächelndes Gesicht. Die Entscheidung über das Jugendwort des Jahres geht in die nächste Runde. In diesem Jahr könnt ihr aus den folgenden Top 10 wählen. Auf Lock. Was bedeutet auf Lock? Ich letztlich keine Ahnung, was bedeutet auf Lock? Nie gehört. Was bedeutet auf Lock? Darf er so? Ja. Digger. Ja. Goofy. Nein! Goofy von Papa Platte! Goofy ist in der Endrunde des Jugendworts! Nein! Das kann ich nicht glauben! Goofy ist einfach in der Endrunde! Nee, das ist nicht drin. Das ist nicht möglich, ja. Kerl in. NPC. Das bin ich. Riss ist, wenn man gut flirtet, ne? Ist Riss haben. Side-Eye. Was ist Side-Eye? Slay. Slay, okay. YOLO. YOLO? Die Abstimmung für die Top 3 läuft dann bis zum 13. September, wie immer auf der Website des Langenscheid Verlags. War YOLO nicht mal Jugendwort des Jahres 2012? Ja. Die Entscheidung über das Jugendwort des Jahres geht in die nächste Runde. Also bei Overwatch 2, da haben sie einen der krassesten Moves gemacht, die man sich vorstellen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Aber also es gab Overwatch 1, ne? Und dann hieß es, okay, es kommt Overwatch 2. Und der größte Selling Point von Overwatch 2 war, dass sie einen Story-Modus hinzufügen. Das war der größte Selling Point. Dann haben sie Overwatch 2 rausgebracht, haben gesagt, okay, der Story-Modus braucht noch ein bisschen. Und dann haben sie gesagt, okay, es kommt kein Story-Modus. Ich glaube, mittlerweile haben sie jetzt wieder zurückgerudert und jetzt kommt doch ein kleiner Story-Modus. Aber die haben praktisch den Grund, warum Overwatch 2 rauskommt, einfach klang- und heimlich unter den Teppich gekehrt. Diablo 4 ist gut, die Season ist auch okay, aber nicht weltbewegend. Okay, ja, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen halt. Die Season ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass Diablo 4 in sehr vielen Punkten, vor allem Quality of Life, eine schlechtere Version von Diablo 3 ist. Ja, aber das finde ich gar nicht schlecht. Also ich mag das, wenn ein Spiel... Ich mochte zum Beispiel Diablo 2 sehr gerne. Bei WoW waren auch einige Fehler, aber das neue Addon geht zumindest wieder in die richtige Richtung. Okay. Ja, bei WoW kenne ich mich nicht so aus, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe immer nur mitgekriegt, dass viele Leute halt diese alten Spiele so geliebt haben. Und dann gab es doch irgendwann mal dieses Vanilla, dieses Remastered von WoW. Da sind so viele von meinen Kollegen, haben auch wieder angefangen zu spielen. Das muss ein wahnsinniger Hype gewesen sein. Da ist schon einer recallen. Uiuiuiui. Da ist auch keiner tot von uns. Keine Sams verloren. Okay, alles gut. Holy shit. Let's fucking go. Gegen was spielen wir? Frist. Anna, okay. Schurapapapa. Du kackst zu lange. Hey, lass mich doch mal kurz auf die Toilette gehen. Entschuldigung. Ich sehe nichts. Seht ihr jetzt was? Ist jetzt gut? Okay. Sie ist out of potions. Scheint eine sehr aggressive Dame zu sein. Müssen wir W-Skillen, wenn sie auf uns hüpft, dashen wir einfach davon. Sie hat da am Anfang ein Deep Ward gestreut. Hat die nicht? Die hat doch keinen Jump, oder? Gerade wieder bekommen. Im optimalen Moment, ey. Over, nach dem Bluff. Sie hätte einfach rausgehen können. Ich hätte gedacht, ich mache mehr Damage da mit dem Auto-E. Ist auch so okay. Aber Mitte ist auf jeden Fall GG jetzt.
Wir rushen Ravenous Hydra selbst ohne Boots, rushen was? Das scheint schon wieder sehr tilted zu sein. Das ist nicht optimal. Scheiße. Eine Wave hätten wir gehabt. Wir hatten eine Wave, da hatte sie nicht Bone Plating ready. Nice gewesen. Nein, was mache ich? Warum dash ich denn nicht instant, Alter? Was ist mein Gedanke? Natürlich kommt die Kaiser noch und er kann den Spot hinten covern. What the fuck am I doing? Ah, ja, ja, ja. Ich hätte nach unten, ich hätte nach links laufen können vielleicht. Warum probiert unser Rakan den zu klauen, ne? Das ist sehr ärgerlich. Wir haben gerade ganz mächtig von unserem Lead weggeworfen. Klar, die waren zu viert Botlane. Der hätte ihn wirklich klauen können, ne? Der Hinteil Vado. Also so knapp, ne? Okay, jetzt musst du schon wieder aufpassen. Wäre nice, wenn wir zumindest einen Hit drauf machen können, wegen unserem Legend Pock. Toplane sieht sehr, sehr gut aus hier. Sick ist bei den Wölfen. Die Tristana ist Base. Wir sind 30 Caesar Hit. Dumm wir mal unseren AD Carry. Das war wirklich ein Big Play. Mal, um den moralisch ein bisschen aufzubauen, weil die scheint am Boden. Wir porten in die Mitte, wir haben richtig Druck, wir holen uns ein Control Ward und jetzt nehmen wir richtig die Mitte ein mit der Ravenous. Schauen, dass wir ordentlich Druck machen. Ihr Bone Plating ziehen bald. Das ist das Bone Plating. Okay, ich weiß nicht, was das für ein Geräusch war, aber so machen das alle Z-Mans. So machen das alle Z-Mans, Leute. Okay, es mag vielleicht nicht schön klingen für euch, aber das ist das Geräusch, das alle Z-Mans machen. Bitte sag mir, ich überlebe wegen dem Dash. Oh mein Gott, bitte sag, ich überlebe. Ich bin eine Unit. Hehehe, das war ein 5-Head-Play und ein halbes, Oh, die ist nicht gestorben! Ja, damn. Mechanics, baby! Bitte schnapp den Intertil schnell mit. No, no, don't do it! Haben wir First Turn bekommen, oder die? Oh mein Gott, die kriegen jetzt sogar Bounties. Was ein schönes Game von uns. Let's go, Leute, let's go. Das ist alles die Kraft der Suppe. Merkt euch das, Leute. Es ist alles die Kraft der Suppe. Let's fucking go. Oh shit, ich vergesse jedes Mal, dass man W-Second maxt auf dem Bild. Das ist jedes Mal, mache ich das falsch, ne? Wenn man Conqueror Z spielt, macht man immer W-Second. Das ist ein riesen Fehler tatsächlich. Das ist so wichtig. Nein, ich esse meine Suppe nicht. Du wirst sie essen, Kollege. Die Kraft der Raute. Normale Sets stellen das Dreieck auf. Doch der Don ist ein Meister der Rautenformation. Wenn ich danach den Ken-Minion gekriegt hätte, während ich eine Ansage mache, wäre natürlich noch ein großer Mehrwert gewesen, ne? Das ist deine echte Stimme. Meine echte Stimme siehst du nur bei meinem NPC. Das ist meine echte Stimme. Ich bin wirklich, in Wirklichkeit bin ich ein 60-jähriger Suppenverkäufer. Raute mit 3 Punkten, das kann nur der Don. Ja.
Please lebe, please lebe, please lebe. Warum W-Second? Der Grund dafür ist, wenn du dir das W anschaust, dann siehst du, dass das mehrere Mehrwerte bringt. Der eine davon ist, dass du mehr Energy Recovery hast, was sehr broken ist, wenn du sehr viel rumtanzen möchtest. Und der andere ist natürlich der Cooldown-Effekt, die Cooldown-Reduction. Es geht vor allem geht's darum, dass du halt mehr Energy bekommst. Und das ist das Wichtige, weil mit dem Conqueror-Set möchtest du halt mehrere Umdrehungen machen praktisch. Also ich sehe da leider gar nichts. Wir hatten für die Korea-Reise in der Zuschauerbeschreibung, dass ihr Koreanisch lernt. Hast du deine Hausaufgaben wieder nicht gemacht, Hans-Jürgen? Mein Hund hat die Hausaufgaben gefressen. Na gut, wenn es der Hund war, dann nehme ich dir das noch ab, ne? Also das kann ja mal vorkommen, nicht wahr? Hunde sind ja allgemein sehr gefräßig hier in der Klasse. Wie oft das vorkommt, ne? Ja, seht ihr, wie oft ich dashen kann? Du kannst halt die ganze Zeit dashen und du hast halt unendliche Energie. GG, boy, GG. So, okay, wen haben wir denn? Wir hatten gut gespielt, wahrscheinlich die Talia, oder? Wenn der Yorick hat auch sehr, sehr gut gespielt auf der Toplane, aber er ist halt Toplaner, das fällt halt nicht so ins Gewicht, finde ich.